Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Weiß. Beim letzten Mal haben wir die Arena, soweit es geht, abgeschlossen. Nun fehlt nur noch der Arena-Kampf gegen die Arena-Leiterin, nämlich Lilia. Von ihr haben wir die Legende bzw. die Geschichte über Zekum und Reshiram erfahren, zusammen mit Lysandra. Und ja, sie ist die Arena-Leiterin in Pokémon Weiß. Ich habe es ja gesagt, dass in Pokémon Schwarz Lysandra der Arena-Leiter ist und in Pokémon Weiß ist es Lilia, die wir auch aus dem Anime kennen. Sie war ja eine der Hauptbegleiter von Ash. Von daher ist sie keine Unbekannte, wer den Anime kennt. Ja, zum einen noch, ich habe Blaze ist immer noch auf Level 47, wie beim letzten Mal. Kann auch die gleichen Attacken noch. Rabigator, Level 45. Karipas habe ich auf Level 44 noch gebracht, also ein Level. Hat nichts Neues gelernt. Immer nur die gleichen Attacken. Symbolada ist ebenfalls auf Level 44. Und hat die Attacke Psychokinese gelernt. Dann noch Voltula, Level 43. Nichts Neues gelernt. Und Charfax, ebenfalls Level 43, auch nichts Neues gelernt. Und ja, ich würde sagen, ich fange sogar mit Symbolada an. Wegen dem Lichtschild. Oder? Na gut, speziell greifen die jetzt eigentlich nicht an. Reflektor wäre da doch besser. Na gut, dann fange ich nicht mit Symbolada an. Ich liede einfach mal mit Blaze. Und ja, ich würde sagen, stürzen wir uns in den Kampf. Hallo, ich bin die mega starke Arena-Leiterin Lilia. Sag schon, mit welchem Pokémon tittst du an? Und wie lässt du sie kämpfen? Ich ertrage die Spannung nicht mehr. Lass uns anfangen. Ja, die letzte Arena ist in diesem Spiel eine Drachenarena. Gab es ja eigentlich gar nicht mal so oft. In der zweiten Generation gab es eine Drachenarena als letzte Arena. Aber ansonsten glaube ich nicht. In der dritten Generation war es Wasser, in der vierten war es Elektro, in der fünften nun auch Drache und in der sechsten war es Eis. Ja, es gab bisher nur zwei Arenen, wo es wirklich eine Drachenarena gab, die auch noch als letzte Arena war. Ich glaube, ansonsten gab es nicht mal eine Drachenarena, außer in den beiden Spielen. Sonst war Drache immer so ein... Ja, so ein Typ, der als letzte Arena war. Quatsch, nicht als letzte Arena, als Top 4. In der Pokémon-Liga. Ansonsten gab es aber eigentlich... keine Drachenarena. Außer halt in diesen beiden Generationen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ne? Kann ja auch sein. Nachthieb von Chadrago. Oh, das macht ganz schön Schaden. Wir sind zum Glück schneller. Machen wir Donnerblitz. Ich denke mal, leider kein Tree-Hit. Schade. Okay, Voltula, ich glaube, du bist doch nicht so die gute Wahl hiergegen. Wenn das jetzt Vergeltung einsetzt, hat auch Karipas ein Problem. Egal. Hat Felskern, das sollte eigentlich nicht allzu viel ausmachen. Also aushalten sollte es auf jeden Fall. Ja gut, zum Mürben kommt. Das sollte, ja, kaum Schaden machen. Sehr lächerlich. Ja gut, dass es schneller ist, war klar. Aber auch damit macht es kaum Schaden. Ich hätte vielleicht Karipas... Okay, das macht auch nicht wirklich Schaden. Ich hätte Karipas... Na toll. Eventuell den Beulenhelm geben sollen. Das hätte dann vielleicht noch was gebracht. Natürlich wehrt es die Attacke ab, war ja klar. Kannst du keine Vergeltung oder sowas? Keine Kampfattacken? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Wie viel machst du mit Knirscher? Okay, ich glaube, jetzt kommt doch Vergeltung. Drachenlute. Oh, okay. Dann kommt halt Drachenlute. Und
Na toll. Offenbar hat das nicht mal... Und, wer kommt rein? Flambirex, okay. Offenbar hat das nicht mal Rauchhaut, oder? Knirscher hat mir keinen Schaden zugefügt. Weil normalerweise hat das ja Rauchhaut. Seltsam, seltsam. Eventuell hat es auch rohe Gewalt. Ich glaube, das kann es auch haben. Ja, verbrate deinen letzten Hypertrank, das finde ich gut. Dann hast du für dein letztes Pokémon, deinem stärksten Pokémon, keine Tränke mehr. Und das kann ich dann schön angreifen und besiegen. Yes! Burn! Damit macht es auch nur noch halb so viel Schaden wie sonst. Und kriegt sogar selbst noch Schaden. Weil ein verbranntes Pokémon, ja, den seine physischen Attacken werden halt geschwächt. Das ist halt dein Problem, wenn du einen... Weil deine speziellen Attacken sind jetzt wirklich nicht zu gebrauchen. Von daher... Okay, was setze ich gegen Maxax ein? Ich glaube Rabigator. Werde ich mit Dampfwalze ein bisschen verlangsamen und... Dann sollte eigentlich... Und heben noch ein bisschen Schaden reinhauen. Das sollte eigentlich ganz gut sein. Dampfwalze, los geht's. Oh Gott, nein. Natürlich boostet es sich hoch. Das kann nämlich jetzt ganz schön gefährlich werden. Ich glaube, da setze ich lieber Knirsche ein. Ist einfach stärker. Hat mir eben Speed-Tie? Oder warum war das jetzt eben schneller? Drachentanz hat er auch seine Initiative erhöht. Egal. Ja, das war... Das war's dann auch mit Lilia und damit hätten wir unseren 8. Orden in der Tasche. Das ist doch nice. Wow, unglaublich, der Wahnsinn. Ich bin echt froh, dass ich gegen einen so starken Trainer wie dich kämpfen konnte. Und damit haben wir den Legendenorden. Alle 8 Orden der einer Legion, yes. Damit haben wir uns die Qualifikation für die Pokémon-Liga erworben, also erkämpft. Drake erhält von Lilia den Legendenorden. Oh yeah! Du hast jetzt alle 8 Orden. Bravo, bravissimo! Damit gehorchen dir nun ausnahmslos alle Pokémon. Hier, ich schenke dir diese TM. Vielen Dank, Drachenroute. Haben wir eben gesehen, schick den Gegner, der getroffen wurde, wieder zurück in den Pokéball. Drachenroute fügt dem Pokémon nicht nur Schaden zu, sie katapultiert es auch zurück in den Pokéball seines Trainers. Sag mal, was macht Lauru deiner Meinung nach gerade? Ob er wohl in der Pokémon-Liga gegen diesen Eng kämpft? Kennst du die Pokémon-Liga? Sie befindet sich ein Stück weit hinter der Siegestraße, am Ende von Route 10. Ja, da war ich schon mal. Nicht nur privat, auch in diesem Let's Play. Da war mir nämlich, Professor Esche, da war mir im letzten Part. Kurz davor, vom Eingang zur Siegestraße. Hallo, und wie lief bei Lilia so? Ich bin eigentlich hergeeilt, um dir zu erklären, wie man das legendäre Zekrom wieder zum Leben erweckt. Ich dachte, es sei besser, das persönlich zu tun, als es dir über den Misukasa mitzuteilen. Also, um zum Kern der Sache zu kommen, ich habe noch keine Ahnung. Und dafür kommst du den weiten Weg hierher, obwohl du keine Ahnung hast, wie man Zekrom wieder ins Leben holt? Oh Mann, ganz helle bist du doch wohl nicht, hä? Das Pokémon erwacht bestimmt, wenn es jemanden anerkennt. Aber erstmal muss ich dir gratulieren. Du hast alle 8 Orden der einer Legion errungen. Wie stark du geworden bist. Dir ist das vielleicht gar nicht so bewusst, aber du bist nicht mehr der Trainer, der damals Avenitia verlassen hat. Also, dann verrate ich dir mal, wohin ein Trainer geht, der bereits alle Pokémon allein gemeistert hat. Das weiß ich doch, das hat uns Lilia auch schon gesagt. Ich will aber erstmal meine Pokémon heilen, bevor ich da jetzt lang gehe. Oh, okay. Sie will uns nur was sagen. Du schaltest das Tor dort und du gelangst auf Route 10. Hinter den
Ordenskontrolltoren liegt die Siegelstraße und die führt dich schließlich zur Pokémon-Liga. Yay, da wollen wir hin. Das erinnert mich daran, wie ich dich im Pokémon-Center von Gavina herumgeführt habe, Drake. Sag mal, bereust du es eigentlich, mit dem Pokémon auf Reisen gegangen zu sein? Ja. Das war eine Tortur bisher. Na gut, das kann ich aber nicht sagen. Natürlich nicht. Danke, über diese Antwort freue ich mich auch im ganzen Herzen. Es hat mich damals auch riesig gefreut, euch die Pokémon zu schenken. Das war einfach so eine schöne Begegnung zwischen Mensch und Pokémon. Ein Geschenk für dich, Drake. Meisterball! Cool! Der beste Ball, den es gibt. Der Meisterball ist der Ball der Bälle. Fängt er doch stets jedes Pokémon ein, ausnahmslos. Es tut mir leid, dass ich dich nur auf diese Weise unterstützen kann. Drake, was auch geschieht, die Pokémon sind mit dir. Immer. Möge die Macht mit dir sein. Bis dann. Tschüssi. Ja, damit hätten wir auch den Meisterball bekommen. Der Ball der Bälle, wie es Professor Eschel gesagt hat. Mit dem man jedes Pokémon so 100% fangen kann. Ist doch was Nettes, oder? Werde ich vermutlich, na gut, werde ich ihn einsetzen, eventuell sogar schon. Für das Wander-Pokémon, das es hier gibt. Das wollen wir ja auch fangen. Und da habe ich keinen Bock, die ganze Zeit danach zu suchen. Und bevor es mir immer wegläuft, fange ich es mir dann doch lieber mit dem Meisterball. Hey Trainer, hast du kurz Zeit? Ich habe es über die Misokasa gehört, auf Hulde 7 tut einem schlimmes Unwetter. Und es soll kein natürliches Schauspiel sein. Irgendwie unheimlich, was? Auf Route 7. Wollen wir es uns mal kurz anschauen? Ich würde mal sagen, ja. Dafür gehen wir nach Panaero City. Wir sind auf dem Weg nach Panaero City. Oder so ähnlich. Es regnet. Na gut, das ist ganz normal in dieser Stadt. Hier regnet es öfters mal. Aber, ja, ein Unwetter ist hier tatsächlich unterwegs. What the fuck? Das hatten wir vor kurzem sogar erst hier. Da ist auch so stark geschüttet. Und sogar gedonnert. Ich glaube, das war am Freitag. Potzblitz! Da ist das Pokémon ja wieder. Also, letzte Woche Freitag, nicht diese Woche. Wag dich bloß nicht ins hohe Gras, Kind. Dieses Pokémon könnte zu stark sein. Sich hier bei Wind und Regen zu unterhalten, ich weiß nicht. Komm doch zu mir nach Hause, da ist es gemütlicher. Na gut. Wenn sein muss. Omi, lauf schneller. Ich weiß, du bist eine alte Omi, aber... Ein bisschen schneller. Oh. Ja, ein bisschen nass. Bist du an der Suppe? Ich hoffe, sie schmeckt dir. Okay. Gut so, du bist jung und brauchst nicht zurückhaltend zu sein. Jeden einer gibt es dieses Pokémon namens Voltolos, das für die ganzen Unwetter verantwortlich ist. Es fliegt durch die Region und bringt stürmisches Wind mit. Wind, Blitz und Donner. Komm, iss, das wird dich wärmen. Dankeschön. Suppe mit richtig viel Gemüse, absolut köstlich. Also eine Gemüsesuppe. Ich bin nicht so der Gemüsefan. Ich esse zwar manches, aber nicht viel. Da mag ich Obst irgendwie lieber. Die gesamte Ernte wird von dem endlosen Regen zunichte gemacht. Dieses Pokémon macht uns wirklich das Leben schwer. Ich wollte es mir schnappen, aber es fliegt ständig umher. Kaum hat man es erspürt, ist es schon wieder weg. Es flog durch die ganze Einheit an einem Tag. Morgens fliegt es im Süden umher und nachts trifft man es im Norden an. Hier kommt es immer abends vorbei. Aber wir haben erst 5:30. Das ist noch nicht ganz Abend. Was war das? Voltolos! Okay, hallo Voltolos.
Ich will dich fangen. Komm her. Bleib da. Was für ein heftiger Sturm. Das soll ja das Werk dieses Pokémon sein. Und da ist es auch schon wieder weg. Und das Gewitter hört schon wieder auf, obwohl es gerade erst angefangen hat. Seltsam, seltsam. Naja, wir begeben uns jetzt erstmal nach Toon Drake City zurück. Und wollen nun endlich auch zur Siegelstraße. Voltolos, wenn mir das zufällig mal begegnen sollten, versuche ich es zu fangen. Ansonsten werde ich es nach der Liga suchen gehen. Und dann versuchen zu fangen. So, jetzt aber erst einmal ganz kurz schauen, welches Pokémon tue ich nach vorne. Ich glaube, Voltula kann nicht schaden. Denn hier kommt jetzt gleich mal wieder etwas Bestimmtes. Drake, halt! Ja, nehme ich mal wieder unser guter Freund Sharon. Oh, und Bell auch. Lysander und Professor Escher haben mir gesagt, dass du auf dem Weg zur Pokémon-Liga bist. Ist das wahr? Also, was Laurot betrifft, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Er ist schließlich nicht umsonst der Champ. Im schlimmsten Fall wirst du jedoch gegen N, den Boss von Team Plasma, kämpfen. Ich vergewissere mich daher besser mal, wie stark du momentan wirklich bist. Auf jeden Fall stärker als der 8. Arena-Leiter. Eine Herausforderung vom Pokémon-Trainer Sharon mit Father Snow. Dann komm halt mit deinem Piepmatz. Level 43, du bist sogar höher gelevelt als der Arena-Leiter, wow. Aber auch dein Father Snob hat keine Chance gegen mein Spinnchen. Karel Cheetah hat auch keine Chance gegen Karipas. Sharon, du solltest dir mal so langsam bessere Pokémon besorgen. Am besten auch mal ein volles Team, nicht nur 4 Pokémon. Damit hast du keine Chance gegen mich. Yay, Flinklaue und CS trifft sogar, das freut mich. Ein One-Hit, hurray! Und Artmurai. Da kann Voltula rein. Artmurai sollte nichts gegen unser Spinnchen ausrichten können. Ja, Artmurai ist auch die letzte Entwicklung von Otaro. Und ich muss sagen, mir gefällt es sogar mit am besten von allen Startern. Halt der 5. Generation, klar. Danach kommt Lambirex und erst dann kommt Zapyroyal. Aber auch da hat jeder seine eigene Meinung. Ja, und Kleopatra, die blöde Miezekatze. Mal im Ernst, wie kannst du noch mit dem Kleopatra rumlaufen? Das war mir ja peinlich. Das Teil kann nix. Du und dein letztes Pokémon könnten mal im Flammenbedeck den Hintern küssen. Ihr habt keine Chance gegen mich. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt schon aufgeben. Und besiegt. Ja, du bist ein Noob. Du bist offiziell ein Noob. Und das war von der Stiftung Drache. Ja, genau. Der Stiftung Drache wurde das anerkannt. Hut ab, du hast drauf. Das meine ich ganz ehrlich. Lass mich noch schnell dafür sorgen, dass dein Pokémon-Team wieder fit ist. Cool, ich brauche nicht mal ins Pokémon-Center zu laufen. Ich befürchte, ich kann dir momentan nicht das Wasser reichen. Du bist zu stark für mich, Drake. So kann ich dir im Kampf gegen N jedenfalls kaum behilflich sein. Drake, ich kann dir zwar nicht großartig behilflich sein, aber zumindest habe ich hier eine Kleinigkeit für dich. Ein Top-Beleber, juhu! Halt ein Pokémon mit allen KP, wenn es besiegt wurde. Aber es ist schon witzig zu sehen, wie jeder seinen eigenen Weg geht.
Witzig? Wie kannst du nur ausgerechnet jetzt sowas sagen? Ganz einfach, Sharon. Manchmal muss man das Leben eben von der... Leben eben? Reimt sich. Von der heiteren Seite betrachten. Es bringt doch nichts, immer nur mit ernster Miene herumzulaufen. Seit unserer Begegnung mit den Pokémon haben wir weite Strecken gemeinsam zurückgelegt und dennoch viele unterschiedliche Dinge erlebt. Dinge, die uns ziemlich geprägt, aber auch verändert haben. Dementsprechend hat jeder von uns andere Wünsche und jedem von uns stehen andere Möglichkeiten offen, nicht wahr? Ich habe auf dieser Reise jedenfalls viel dazugelernt. Also ich bin glücklich und zufrieden. Da ist was dran. Und klar, jeder von uns hat seine eigenen Talente. Jeder sollte wohl das tun, was er am besten kann. Jeder Mensch hat andere Ideale und ein anderes Weltbild. Aber dennoch ist es ja wohl ganz normal, dass man sich gegenseitig hilft, wenn es darauf ankommt. Deshalb bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass Menschen und Pokémon immer Seite an Seite leben sollten. Drake, falls Laudo oder dir einmal irgendwas passieren sollte, möchte ich auf jeden Fall in der Lage sein, zu helfen. Dafür trainiere ich und dafür möchte ich stark werden. Mach mir so lange also keine Dummheiten, hörst du? Mach du mal besser keine Dummheiten. Und weg ist er. Drake, ich möchte auch meinen Teil beitragen. Also, wenn einem in solchen Momenten irgendwelche schlauen und denkwürdigen Worte einfallen würden. Mal sehen. Geben wir einfach alle unser Bestes. Wie poetisch, Belle. Ja. Da wären wir nun. Der Eingang zur Siegestraße. Sollen wir noch hier lang gehen? Ja komm, wir haben noch Zeit. Das können wir noch machen. Einfach noch hier die Ordenskontrolle gehen. Halt! Nur Befugte dürfen dieses Tor passieren. Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Tri-Orden. Den haben wir doch schon seit langem. Träger des Tri-Ordens, erweise dich als würdig, indem du dich den bevorstehenden Herausforderungen stellst. Oh, und so langsam kommt auch ein Hintergrundbeat. Halt ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Grundorden. Ach, den haben wir doch auch schon lange. Träger des Grundordens, erweise dich als würdig, indem du das Wissen anwendest, das du erlangt hast. Okay. Welches Wissen denn nochmal? Na, hier ist hohes Gras. Halt ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Käferorden. Den haben wir auch schon lange. Träger des Käferordens, erweise dich als würdig, indem du so tapfer kämpfst wie ein Käfer. Und Mädchen Angst einjagst und Ekel bereitest. Halt ein! Ja gut, der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Voltorden. Haben wir auch schon. Von der hotten Camilla. Nebenbei erweise dich als würdig, indem du einen elektrisierenden Kampf führst. Achtet mal auf den Hintergrund, wo wir uns befinden immer. Der hat immer etwas mit dem jeweiligen Element des Ordens zu tun. Hier beispielsweise Strom. Ein Tor ist eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Dahinter verbirgt sich eine ganz andere Welt. Durchschreitet man ein solches Tor, fühlt es sich so an, als würde man in ein anderes Universum hinübergleiten. Und zur gleichen Zeit erinnert man sich auch an den Arenaleiter, der einen den entsprechenden Orden erreicht hat. Ohne einen Seismo-Orden ist hier an dieser Stelle jedoch Endstation. Haben wir auch schon längst. Der Schlüssel Seismo-Orden. Haben wir. Lass uns durch. Träger des Seismo-Ordens, erweise dich als würdig, indem du das Herz deiner Gegner erbeben lässt. Okay. Halte ein, der Schlüssel, ja, Chat-Orden, haben wir auch schon längst. Eine Grube? Wie sollen wir denn darüber kommen? Träger des Chat-Ordens, erweise dich als würdig, indem du geschwind voranschreitest. Gern doch. Seid ihr euch sicher, dass das so, ungefährlich ist? Na gut. Ich kann fliegen! Das fand ich so cool. Halt ein, der Schlüssel, der dieses verschlossene Eistopforden. Okay, haben wir auch schon. Erweise dich als würdig, indem du dich so kalt wie Eiszapfen gibst. Okay.
Hui, 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 ich kann rutschen, hui. Halt ein, der Legendenorden haben wir auch schon, seit diesem Part. Erweise dich als würdig, indem du die Siegelstraße überwindest, dich zur Pokémon-Liga aufmachst und dort von dir reden machst. Natürlich. Ja, aber die Siegelstraße fangen wir heute nicht mehr an. Dafür ist der Part einfach zu lang geworden. War ja fast 26 Minuten am Ende des Parts. Deshalb würde ich sagen, mache ich hier erstmal für heute Schluss. Und dann werden wir im nächsten Part mit der Siegelstraße anfangen. Ich denke mal, das werden wir nicht in einem Part schaffen, dafür ist die zu lang. Aber ich denke mal, so zwei Parts werden es auf jeden Fall sein, vielleicht sogar drei, das werden wir mal sehen. Also werden wir auch bald schon mit der Pokémon-Liga anfangen können. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir doch ein wenig Feedback da, positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann beim nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir dann mit der Siegelstraße anfangen. Und bis dahin, ciao, ciao, Leute!